Bei mir ist Katharina Binz, die Kreisvorstandssprecherin der Grünen. Heute wurde der Entwurf des neuen Koalitionsvertrages vorgestellt. Frau Binz, wie lautet denn Ihr Fazit nach diesen Koalitionsverhandlungen? Also mein Fazit lautet, dass wir als Grüne sehr zufrieden sein können mit den Verhandlungen. Wir haben entsprechend dem Ergebnis der Wahl, wo wir als stärkste Kraft hervorgegangen sind, aber wo wir auch gemerkt haben, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, das war ein starkes Thema. Wir haben es geschafft, diese Themen alle sehr zentral zu verankern. Die Klammer ist Nachhaltigkeit. Wir haben ein ganz starkes Kapitel zum Thema Verkehr, Mobilitätswende. Wir wollen die Straßenbahnen weiter ausbauen, wir wollen die Radwege, Radrouten weiter ausbauen, wir wollen auch da personell aufstocken, wir wollen einen Baumtrupp einrichten, der für mehr neue Bäume in der Stadt sorgt. Also das alles sind Punkte, wo wir sehr zufrieden mit sein können. Bei mir ist Alexandra Gilgers, die Fraktionsvorsitzende der SPD im Mainzer Stadtrat. Frau Gilgers, seit der Kommunalwahl sind jetzt über 8 Monate vergangen. Warum hat es so lange gedauert, bis dieser Entwurf heute präsentiert werden konnte? Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es dann auch nochmal eine Wahl gab und alle unsere ehrenamtlichen Leute, Genossinnen und Genossen, genauso wie natürlich auch in den anderen Parteien, da auch wahlkampfmäßig eingebunden waren. Für Sie als SPD war es jetzt ja ein bisschen eine neue Rolle. Sie waren nicht mehr die stärkste Kraft in diesen Verhandlungen. Wie war das? Wie sind Sie mit dieser Rolle umgegangen? Also wir arbeiten ja schon länger zusammen in diesem Bündnis und das war für uns vorher immer schon die Devise, Koalitionsverhandlungen und Koalitionsarbeit muss immer auf Augenhöhe zwischen allen dreien laufen. Und das war jetzt auch beim Wechsel der Kräfteverhältnisse so geblieben und hat auch weiterhin so funktioniert. Und dann ist das auch in Ordnung. Herr Dietz, die FDP wird mit einem Wirtschaftsdezernenten, mit einem ehrenamtlichen Wirtschaftsdezernenten in den Stadtvorstand zurückkehren. Warum war Ihnen das so wichtig, im Koalitionsvertrag zu verankern? Naja, wir glauben, dass die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, wir haben es vorhin skizziert bei unserer Pressekonferenz, dass die wirtschaftliche Eintrübung natürlich auch von Mainz nicht Halt machen wird. Deswegen haben wir im November, schon mal eine Initiative gestartet, die Wirtschaftsförderung in Mainz auf neue Beine zu stellen, die zu stärken. Und das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, hat uns als Koalitionäre dazu veranlasst, zu sagen, wir wollen das so auf neue Füße stellen, dass es strukturell funktioniert. Und am Ende des Tages bedeutet das dann tatsächlich an dieser Stelle auch eine personelle Neuaufstellung. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir als FDP das Vorschlagsrecht dafür bekommen haben. Was bedeutet dann ganz konkret ehrenamtliches Dezernat? Machen Sie das dann oder wer auch immer das dann wird? Wird das dann nach Feierabend gemacht oder wie läuft das ab? Naja, also wir geben es jetzt erstmal in unsere Gremien rein und dann werden wir zu gegebener Zeit einen Personalvorschlag machen. Den bekommen Sie dann auch mit, Frau Sloboda, dann auch tatsächlich wirklich. Das wird dann so sein, dass der oder diejenige das dann entweder neben dem Job oder neben einem Ehrenamt, kann ja auch sein, dass wir jemanden nominieren werden, der schon außerhalb des Berufslebens steht, das entsprechend dann so organisiert. Ich glaube, wir haben in der Wirtschaftsförderung in Mainz wirklich fähige und gute Leute. Ich glaube aber auch, es kommt auf das Thema Führung an. Das heißt, was wird ganz oben vorgegeben, welche Idee wird vorgelebt und deswegen glauben wir, das muss auch neu aufgestellt werden und wie gesagt, wir werden einen Vorschlag präsentieren, der dann hoffentlich auch überzeugend wird. Sie haben es gerade angesprochen, die Führung, es gibt eine Wirtschaftsdezernentin mit Manuela Matz von der CDU. Warum kann sie das nicht einfach weitermachen? Wir haben in den letzten 12 Monaten erlebt, dass aus unserer Sicht zu viele Dinge liegen geblieben sind. Darauf wurden wir auch angesprochen aus der Wirtschaft direkt. Und wenn Sie vor solchen Herausforderungen, wie ich sie gerade skizziert habe, stehen und dann einen solchen Befund haben, zumindest was das letzte Jahr betrifft, dann sind Sie gezwungen zu handeln. Das haben wir getan, beziehungsweise das tun wir gerade. Und deswegen werden wir da einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Und deswegen haben wir das als Koalitionäre gemeinsam auch in den Vertrag aufgenommen. Dankeschön.